Und damit recht herzlich willkommen zurück zu Trains World Great Western Express hier bei Nordrhein TV Play mit mir, den Zengis. Wir widmen uns mal dem Szenario Schleppseil. Einer der Hochgeschwindigkeitszüge aus London scheint einen Defekt zu haben und endete die Fahrt hier in Reading. Der Zug muss für Reparaturen zum Old Oak Common geschleppt werden. Wir haben Sie aus Ihrer Pause gerufen, um diese Rettungsfahrt durchzuführen. Eine Class 66 wird gerade aus dem Reading Depot im Westen hierher gebracht. Begeben Sie sich zur Lok, sobald sie hier in der Station ankommt. Ja, und damit beginnen wir dieses meiner Meinung nach höchst interessante Szenario. Zumindest klingt es sehr interessant, weil wir müssen halt jetzt eine Class 43, also einen Hochgeschwindigkeitszug, abschleppen. In einer der letzten Folgen habe ich ja schon mal gezeigt, dass man vorne bei der Class 43, ähnlich wie beim IC1 tatsächlich, vorne so eine Klappe öffnen kann und dort eben eine Hilfskupplung montieren kann. Ne? Diese ist dann quasi rein provisorisch und nicht für den Regelbetrieb geeignet, aber um den Zug abzuschleppen, reicht es alle Male. So, wir sind gerade im schönen Bahnhof von Reading. Wunderschön, schaut euch das Dach an, geschwungen, modern, mit viel Glas, aber keine funktionierenden Rolltreppen. Schade. Naja, wir gehen auf jeden Fall mal los, weil wir müssen jetzt erstmal auf Gleis 14 gehen, weil dort erwartet uns dann gleich eine Class 66, mit der wir dann unseren Dienst ja vollbringen. Und während wir hier so wunderschön rummarschieren, kann ich mal ganz kurz was zum Thema Grafik sagen. Ich habe nämlich Motion Blur deaktiviert, also die Bewegungsunschärfe. Der eine mag es, der andere nicht. Ich fand es ein bisschen zu extrem. Vor allem an sich schnell drehenden Objekten wie den Rädern hat man halt gesehen, dass da irgendwie, ich weiß nicht, es sah einfach nicht schön aus. Also mit nicht schön meine ich, es sah verschwommen aus, es sah einfach komisch aus. Deswegen habe ich es kurzerhand mal deaktiviert. Das kann man leider nicht ganz normal, wie man es sonst kennt, in den Grafikeinstellungen machen, sondern das ist ein bisschen komplexer. Dazu habe ich ein kleines, aber hoffentlich sehr feines Tutorial angefertigt, was ich im besten Fall jetzt an dieser Stelle mal kurz einblende. Und da sind wir auch schon im kleinen, aber doch hoffentlich sehr feinen Tutorial zum Thema, wie deaktiviert man Motion Blur hier bei Trains im World. So, zu unserer Linken haben wir eine kleine Anleitung von Trainsim Steve, einem Entwickler aus der Steam-Community. Und ja, der sagt also Folgendes. Wir müssen zu den Dokumenten gehen, dann müssen wir in den Ordner My Games gehen, dann in den Ordner TS2 Prototype, dann in den Ordner Saved, dann in den Ordner Config, dann in den Ordner Windows No Editor und dann auf Engine klicken. So, jetzt öffnet sich standardmäßig mit dem Windows Editor dieses Fenster und da müssen wir dann einfach unten diese zwei Zeilen einfügen. Add these two lines to the bottom, also unten einfügen. Das habe ich hier schon getan, wie man hier sieht. Und im besten Fall sehen wir uns jetzt gleich ohne Motion Blur wieder in Trainsim World. So, und da sind wir auch schon wieder. Wir gehen jetzt auf jeden Fall hier weiter, weil da hinten sehen wir schon unser Arbeitstier für diese Aufgabe anrollen, und zwar die Class 66. Wunderbar. So, noch 60 Yard. Und dann kann es auch schon losgehen. Hier irgendwo steht jetzt unsere Class 43, die wir abschleppen müssen. Eine von denen da hinten müsste es sein. Aber hier ist gerade relativ viel los, finde ich. Also da steht eine Class 43, da noch eine Class 43. Hier eine Class 166, da fährt eine Class 166 rein. Da fährt noch eine Class 166 rein. Also richtig viel Betrieb hier im Bahnhof von Reading. Und da fährt jetzt auch unsere Class 66 ein und auf die freue ich mich wieder besonders, weil ich finde, dass die wirklich ziemlich schön geworden ist. So. Ja, und endlich haben wir auch mal wieder einen Mann am Steuer. Nicht, dass ich Probleme damit habe, dass eine Frau da in der Lok sitzt. Wir sind ja nicht in Indien. Nein, oh. Ja, und weg ist er. Es war nur so, dass es jemandem in den Kommentaren aufgefallen ist, dass bisher fast immer nur Frauen am Steuer saßen. Sehr interessant. So, hier haben wir gerade eine schöne Parallelausfahrt von der Class 166 und der Class 106, Class 166 und Class
43, so jetzt haben wir es. Sehr schön sieht das aus. Aber wir sind ja hier nicht zum Gucken da, sondern wir müssen ja richtig hart arbeiten. Wir wurden ja gerade aus der Pause gescheucht, ne? Das muss ich ja an dieser Stelle nochmal betonen. Ja, also eigentlich hätten wir jetzt Pause, ne? Tja, so kann es laufen. So, einmal Füße abtreten, ne? Wir wollen ja keinen Dreck mit in den Führerstand nehmen. Einmal kurz gucken, ob der gute Karl-Heinz hier noch irgendwo sich versteckt hat. Und an dieser Stelle direkt mal, es gibt hier eine Tür zum Maschinenraum, weil irgendjemand hatte geschrieben, es gibt keinen Durchgang in der Lokomotive, aber wie soll man sonst da reinkommen? Und es gibt Situationen, wo man als Lokführer auch mal kurz da reinhüpfen muss. Naja, hier ist die Tür, wir können sie leider nicht öffnen. Finde ich schade, ich hätte mir gerne mal den Motor angeguckt. So, aber jetzt weiter zur Arbeit. Wir müssen erstmal ein paar Dinge aktivieren, und zwar das Zugsicherungssystem. Da steht fälschlicherweise 24 Volt Versorgungssicherung dran, allerdings ist das falsch, weil darunter steht AWS und TPWS und AWS ist halt das Zugsicherungssystem und ja, so, DSD, ich weiß nicht, was das alles genau ist. Ich muss mich mit einigen Sachen nochmal ein bisschen genauer auseinandersetzen, aber interessant ist auf jeden Fall, wie gesagt, was man hier alles verstellen kann. So, hier, Kabinenheizung ist auch an, aber wir sind hier zum Arbeiten da, liebe Freunde. Trotzdem machen wir uns mal ein bisschen Wärme an, ne? Machen wir mal auf Mittel. Hallo, Karl-Heinz. Ja, da sitzt er wieder. Das macht mir irgendwie ein bisschen Angst, dass die hier mal auftauchen und dann wieder weg sind. Vielen Dank für Ihre Hilfe bei diesem Einsatz. Wir müssen diese Lokomotive zum defekten HST fahren und sie ankuppeln. Fahren Sie bis Cannonbridge Loop. Dort erhalten Sie dann eine Zufahrt zur Reading Station. Ja, dann würde ich sagen, rüsten wir das gute Ding mal auf. Sprich, Fahrt Richtungswender rein, nach vorne. Einmal kurz das Startprogramm von Zugsicherungssystem bestätigen. Dann können wir eigentlich auch schon weitermachen mit der Beleuchtung. Einmal die Hecklichter an. Spitzensignal, Kennlichter sind schon auf Tageszeit eingestellt. Dann heißt es für uns nur noch Bremsen lösen und Abfahrt. Ich wollte gerade sagen, Parking Brake ist off. Okay, sehr schön. Und somit fahren wir auch schon los zu unserem vorläufigen Ziel. Und zwar irgendwo da hinten im Vorfeld vom Bahnhof. Weil wir müssen ja irgendwie drankommen an den HST, also den High-Speed-Train, der da irgendwo hinter uns im Gleis steht. So. Schalten wir ein bisschen Leistung auf. Wir dürfen, glaube ich, gerade maximal 30 fahren, weil wir werden ja gleich ein bisschen durch die Gegend gescheucht. Gerade hatten wir ja schon gesehen, zwei gelbe Lichter, also Halt erwartet. Und wenn das nächste Signal auch noch gelb zeigt, also gelbes Licht, dann gilt dieser Signalbegriff auch, wenn ich das richtig verstanden habe. Das englische Signalsystem ist ja doch ein bisschen anders als das deutsche, aber im Grunde genommen sind doch ein paar Sachen ähnlich. Aber naja, es ist links und wie gesagt, ein paar Signalbegriffe sind anders, aber ich meine, es ist wie immer eigentlich. Viel Gelb heißt meistens, oh, pass auf, ne? Ist ja in Deutschland auch so, zwei Gelbe oder ein Gelbes, das ist immer, ne? Muss man aufpassen. Wenn da noch ein Grünes dazu ist, dann heißt es ja, okay, ne? Muss man aufpassen, könnte gleich langsam werden. Und Rot ist in der Regel immer Rot und Grün ist in der Regel immer Fahrt, ne? Es gibt natürlich dann noch ganz viele Zusatzsignale und hier was und da was, aber mit denen werden wir jetzt hier relativ wenig zu tun haben. So, mit 40 dürfen wir diese Weiche nehmen. Ich denke mal, wir werden jetzt versuchen, so viel wie möglich mit dem deaktivierten HUD-Display fahren. Ganz einfach, weil ich finde es schön. Und ich muss auch sagen, ich habe mich noch mal ein bisschen hier ohne Aufnahme vergnügt, beziehungsweise mit etwas misslungener Aufnahme. Also nicht, dass ich hier die ganze Zeit fusche oder sowas, aber es ist einfach so, dass auch manchmal Aufnahmefehler passieren und die fallen einem dann am besten ziemlich spät auf und dann ärgert man sich, aber irgendwie freut man sich dann auch, weil man ein bisschen vorbereiteter ist. Und ja, natürlich ist dann so die Freude vom ersten Eindruck ein bisschen weg, aber naja, passt schon. So,
Wir schalten mal in den Leerlauf und ziehen langsam die Bremsen an. Da hinten sehen wir jetzt blöderweise diesen kleinen blauen Ömmel, aber das ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall, da müssen wir zum Halt kommen. Hier ist wieder was sehr Interessantes, was einigen schon aufgefallen ist. Und zwar die Oberleitung. Was ist mit der Oberleitung los? Ja, man weiß es nicht. Also mal sind Oberleitungsmasten da, mal ist eine komplette Oberleitung ausgebaut, samt Fahrdraht und Halterung und alles sehr schön realistisch und so weiter und so weiter. Und dann ist auf einmal gar nichts mehr da. Also es ist ein bisschen under construction, wie der Engländer sagen würde. Sprich, vielleicht kommt da noch was. Man weiß es allerdings nicht. So, jetzt müssen wir allerdings mal gucken, was die von uns jetzt wollen. So, jetzt wieder hier alles neutral. Die Lichter umschalten bzw. ausschalten. Und den Führerstand wechseln. So, die Parkbremse machen wir dafür mal rein. Safety first. So, auf welcher Seite haben wir mehr Platz? Auf der rechten Seite. Sprich, wir klettern hier raus. Nicht, dass uns noch ein Zug erfasst oder sowas. Das wollen wir ja nicht. So, das ist tatsächlich auch eines dieser Szenarien, wo man tatsächlich einigermaßen viel rumlaufen muss und wo das Rumlaufen tatsächlich auch total sinnvoll und nachvollziehbar ist. Und das finde ich schön. Das freut mich. Das ist eine sehr tolle Sache. Was ich irgendwie ein bisschen schade finde, ich weiß nicht, wie es in der Realität ist, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass das so triest aussieht. Es sieht wirklich triest aus und ich meine, ich weiß, das ist nur ein Raum, den man eigentlich jetzt nicht wirklich oft betritt als Lokführer, aber doch, wenn man in die Lok reingeht und wieder rausgeht. Also schon ein relativ elementarer Raum, aber ich finde, der sieht einfach zu trist aus. Und hier ist halt auch keine Lampe, woher kommt das Licht, ne? Alle Türen sind zu. Ja, dieses und viel mehr sieht ihr nach der nächsten Maus. Nein, keine Ahnung, ich weiß es nicht. So, machen wir hier die Luke wieder dicht. Hier haben wir noch ein paar Sicherheitshinweise. Aber wir müssen jetzt erstmal wieder hier alles aufräumen. Aufräumen, sag ich schon. Einrichten. Ich sollte mir so ein Kreuz in die Mitte vom Bildschirm machen. Das wäre vielleicht echt gar nicht so schlecht. Tageszeit, wobei eigentlich ist ja Rangierarbeiten gerechtfertigter, ne? Naja, wir stellen es mal auf Tageszeit und lösen dann die Bremsen und dann kann es auch schon wieder weitergehen. So, Bremsen gelöst. Einmal kurz den Sicherheitsfahrschalter betätigen und auf geht es. So, jetzt müssen wir an einem Ort halten. Signal T1685. Signal zeigt mal wieder gelb, also müssen wir mit einem Halt zeigenden Signal rechnen. Das tun wir jetzt auch mal. Und die Weiche ist nach links gestellt. Das ist für uns eine sehr wichtige Information, weil sonst würden wir hier schön auf den Prellbock drauf ballern, sage ich mal. Ich meine, das ist halt eine sogenannte Flankenschutzweiche, wenn ich da richtig informiert bin. Und zwar, das ist ja ein Hauptgleis hier zu unserer Linken. Wenn jetzt hier ein Zug durchfahren würde und wir versehentlich, sage ich mal, losrollen würden und auf das Hauptgleis kommen, dann würde das fatale Folgen haben. Und die Parkbremse ist natürlich noch aktiv. Sehr gut. Sehr gut haben wir das wieder gemacht. Fahren mit angezogener Parkbremse ist auch beim Auto mal eine sehr gute Idee. Aber wir haben es ja noch gemerkt. Naja, was ich sagen wollte, Flankenschutz ist einfach, dass kein Zug versehentlich auf ein Hauptgleis rollt, wo gegebenenfalls eben gerade Betrieb herrscht. Weil das hat immer bitterböse Folgen. So. Ja, ansonsten, was gibt es noch zu sagen außer der Oberleitung? Das ist echt, wenn man drauf achtet, das ist so schlimm, weil mir ist es erst auch gar nicht so wirklich bewusst gewesen. Allerdings in den Kommentaren haben sich dann schon einige Leute gefragt, Moment, was ist denn da los, ne?
Und das vollkommen zu Recht. Also ich weiß auch nicht, was da ganz genau los ist. Man kann nur hoffen, dass das weiter gebaut wird und dass dann auch bald irgendwann mal reine ja, E-Fahrzeuge hier unterwegs sind, die dann eben auch mit Oberleitung fahren. Weil bisher gibt es ja nur Diesel-hydraulisch und Diesel-elektrisch. Ne? Diesel-hydraulisch, das ist die Class 166 und der Rest ist Diesel-elektrisch angetrieben, sowohl hier... bestätigen. Sowohl hier bei Great Western Express als auch bei CSX. Also die amerikanischen Loks, die sind eigentlich, glaube ich, eigentlich alle auch dieselelektrisch angetrieben. So. Einmal kurz den Zug zum Stillstand bringen und dann dürfen wir nämlich jetzt. Moment. Jetzt will ich es gerade nicht einblenden. Genau. Dürfen wir fragen, ob wir drüber fahren dürfen. Und jetzt zeigt er uns hier dieses Zusatzsignal an und somit dürfen wir passieren. Ich finde es wirklich sehr interessant, dass man eben hier das Abschleppen eines Zuges simuliert hat, weil es ist ja doch etwas nicht so Alltägliches. Und gerade solche Szenarien sind halt, finde ich, immer so ein kleiner... Also, es ist halt wirklich so bei einem Zugsimulator, dass man viel ja einfach nur rumfährt, sag ich mal. Und das ist jetzt gar nicht groß negativ gemeint, sondern ist einfach so. Aber ich finde es immer schön, wenn man dann gegebenenfalls kurz... mit so einem Szenario, sag ich mal, Abwechslung in die ganze Sache reinbekommt. Also, was haben wir bis jetzt an Szenarien gehabt? Wir hatten eine relativ normale Fahrt mit einem Hochgeschwindigkeitszug, dann einmal, also wo man jedoch erst zum Hochgeschwindigkeitszug fahren musste mit einem Nahverkehrszug, also ganz interessante Sache eigentlich, dann ein Nahverkehrszug, dann ein Güterzug, ja, dann jetzt das. Habe ich eins vergessen? Ich meine noch einen Nahverkehrszug, ne? Ja, ja, genau. Ja. Stimmt, das gibt's ja mit mehreren. Da haben wir auch noch nicht alle gefahren. Also es gibt noch ein paar Sachen, die wir erledigen können. Aber ich finde solche Szenarien halt immer gut, weil das motiviert einen auch so weiter Zug zu fahren, finde ich. Also ich meine, es ist halt ein Hobby und es muss ja auch irgendwie Spaß machen. Und sowas, finde ich, macht immer ganz besonders Spaß. Situationen, die nicht im Alltag vorkommen oder zumindest nicht so oft. Ich überlege gerade, wann habe ich das letzte Mal erlebt, dass ein Zug abgeschleppt worden ist. Ist schon ein bisschen länger her. Kann ich vielleicht in der nächsten Folge meine schöne Story drüber erzählen. So, jetzt erstmal müssen wir vorsichtig dranfahren an den High-Speed-Train. Allerdings natürlich jetzt nicht einfach Bums drauf, weil wir müssen natürlich erstmal die Kupplung montieren. Weil wenn wir jetzt da gerade gegenfahren würden, das würde fatale Folgen für die Nase vom schönen Hochgeschwindigkeitszug haben. Deswegen würde ich sagen, wir kontaktieren. Haben wir doch schon. Ach so, okay. Nächster Befehl, stellen Sie die Kupplung auf Bucky. Ja, und was das genau bedeutet, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss. Euer Zengis.